But if you close your eyes. So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast Infinity. Diesmal Folge 26. Was wir heute in der Folge machen werden, ist, ihr werdet mir jetzt 20 Minuten lang zusehen, wie ich mein Auge kratze. Kratz, 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 kratz. Alles hat wehgetan. Alter. Fuck. Okay. Tutorial, wie kratzt man sein Auge? Muss ich mir dann aber bei YouTube angucken. Nein. Ich habe jetzt gerade erstmal schön gefrühstückt. Finde ich sehr gut. Wir werden jetzt mal hier mit unserem netten Bücherkack-Ding weitermachen. Und zwar werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das mit den Büchern mache und wie man es nicht machen sollte. Das ist noch von der letzten Folge übergeblieben. Wenn ich jetzt einen Zombie-Kopf da reinige, funktioniert es! Nice. So. Den stellen wir jetzt mal hier hin. Der braucht nämlich Energy. So, also nicht ablenken lassen. Wir haben so ein verrücktes Ding. Wir haben sowieso schon zu viel Sachen, die wir machen wollen, müssen tun. So, wir fällen jetzt erstmal für unsere Bücher brauchen wir nämlich Blätterse. Ja, die Mehrzahl von Blätter sind Blätterse mit Z hinten. So. Nee, Zombie, du riechst mir auf den Sack. Mach einen Abflug, Alter. Wie bist du überhaupt hier hingekommen? Passt. Zündet der mich einfach an? Ich glaube ja. Voll der Unchristliche, wirklich. Ich wünsche ihm Hodenkrebs. Naja, er ist ein Zombie. Ich glaube, Hodenkrebs ist ihm egal. Können Zombies eigentlich Krebs kriegen? Ich meine, dass Zombies existieren, muss ich ja nicht fragen. Das wissen wir alle, natürlich. Aber können Zombies Krebs kriegen? Jetzt stellt euch doch mal vor, ein Zombie kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, was habe ich? Und er so, ich habe gleich Nachrichten für Sie. Sie haben Krebs. Allein schon nur deswegen würde ich den Arzt feiern. Aber ist doch trotzdem mal ein Gedanke wert. Können Zombies Krebs kriegen? Hast du da so ein Zombie mit einer überdimensionalen Prostata? Der Prostata-CR hat. Super. Ich würde es verdammt lustig finden. Aber ich habe auch einen eigenartigen, grausamen, seltsamen Humor. Aber ich mag ihn trotzdem. Also mein Humor. Die Zombies auch, so ist nicht. So. Ein weiterer Funfact ist, dass man aus Kohle Schwefel bekommt. Ich weiß nicht seit wann, aber anscheinend funktioniert das. Nein, Quatsch. Wenn wir... Jeder, der schon mal mit diesen netten Büchern rumexperimentiert hat, der weiß, dass es total nervig ist, wenn man die ganze Zeit Tintenfische jagen muss. Mir ist vor kurzem aufgefallen in dem Spiel, netterweise, dass man statt Tintenfisch auch, wie heißt der Scheiß nochmal? Auch. Da Tintenfisch auch Kohlepulver nehmen kann. Jetzt haben wir es. Wäre Geburt. So, was ich jetzt hier mache, ist ganz, ganz, ganz einfach. Passt auf. Wir brauchen eine unendliche Wasserquelle. Ich habe aber keine Lust, meine unendliche Wasserquelle irgendwie hier komisch hinzubauen. So, Kiste, das und hier. Perfekt. Dann kommt hier die Chest hin. Ja. Hier kommt. Warte mal. Wir machen das mal anders, damit es schöner aussieht. So, pass auf. Wir machen das Ding hier hin. Bauen wir wieder ab.
Warum, erzähle ich euch gleich. Oder ich zeig's euch einfach, passt auf. Das bauen wir jetzt, betet hier rüber, einmal dahin. Den Buchbinder bauen wir dahin und die zweite Chest bauen wir jetzt dahin. Dann können wir hier alles wieder an Rohstoffen reinschmeißen. Ich bin immer noch leicht verschnuppert. Und jetzt nehmen wir unser Wasser, packen das da hinten in die Ecke, rennen raus, lauf, 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 lauf. Kratzen uns das Gesicht und rennen wieder rein. Lauf, 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 lauf. Setzen hier Wasser hin, haben eine unendliche Wasserquelle. Genau neben unserem Crafting Table. Oh mein Gott, das ist so unglaublich. So, der Eimer kann dann erstmal einen Abflug machen. Wir nehmen diese beiden Pöttchen. Okay, eigentlich kann man das auch im Inventar machen. So ist es nicht. Aber ich habe es jetzt so gemacht. So, lustigerweise kann man Wasserampullen nicht zusammenstecken. Nur wenn man, nur wenn es Tinte oder leer ist, ist ganz kurios. Im ME-System wiederum klappt es, glaube ich. Ja, im ME-System müsste es klappen. So, dann gehen wir jetzt hier in den Buchbinderei. Wir packen hier ein Dings rein. Feuer müssen wir hier noch. Wollte ich gerade meinen Husten unterdrücken. Das hat nicht geklappt. So, ihr kriegt hier glücklicherweise, wenn ihr jetzt... Die kann man lustigerweise auch nicht stacken. Oh doch, die kann man stacken. Gefailt. So, die Glasampullen können wir wieder hier reinschmeißen. So, jetzt Buch. Wir packen hier eins rein, nicht unten. Und wir müssen die Bücher beschriften. Ich nenne sie immer. Ich muss gucken, weil jetzt muss ich ein bisschen mehr schreiben. Welt. Ja. Welt. Hashtag. Das ist ein Stern. Hashtag. Hashtag 1. So, das Problem bei diesen netten Wäldchen ist immer, du weißt nie, was dich erwartet. So, zu dem anderen. Wir nehmen das andere Buch und machen ein schwarzes draus. Wieso machen wir ein schwarzes Buch draus? Ganz einfach. Weil wir uns hier unten einen Spot hinbauen werden, wo wir immer wieder spawnen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 schön daneben gemacht. Wenn ich jetzt die Dry wegnehme. 1, 2, Dry. Und die Dry wegnehme. Dry. Machen wir uns jetzt hier. Oh, perfekt. Das müsste genau mittig kommen. Das würde natürlich richtig gut passen. Wenn ich jetzt noch Holz... Ach, ich habe hier noch Holz. Muhaha. So, pass mal auf. Wir nehmen jetzt hier Holz raus. Es muss ja auch schön sein. So ist ja nicht, ne? Also, hier ziehen wir den Rand lang. Ich würde dann spontan behaupten, dass wir das ja auch... Ich meine, manchmal habe ich ja echt Talent, Sachen falsch zu bauen, die im Endeffekt dann doch passen. Ich bleibe dabei. Das Talent habe ich wiederum nur manchmal. So, jetzt... Eigentlich bräuchte ich jetzt hier schon diesen scheiß Aufzug, aber gut... Mache ich das mal so. Jetzt nehme ich das Buch. Auf das Buch. Achtet auf die Farbe. Auf die Farbe. Guckt ins Bild. Auf die Farbe achten. Also ich klicke jetzt hier genau in die Mitte. Also ich kann es auch da oder wo auch immer. Ich kann es auch mitten unter Wasser machen. Ich klicke aber jetzt hier relativ mittig. Ne? Ich meine 5, 4 Mitte ist hier. Aber passt nicht. Deswegen nehme ich den. So, jetzt klicke ich mit Rechtsklick drauf und das Buch ist grün geworden. Jetzt ist das Buch nämlich verbunden. Es sind Monster in der Nähe. Ey, kleiner Mann, Abflug. So. Jetzt haben wir nämlich schon mal das erste Ding erledigt. Und zwar haben wir ein Verbindungsbuch hergestellt. Das Verbindungsbuch bringt uns aus der Welt, die wir jetzt gleich erschaffen werden, zurück in unsere andere Welt. Was ich aber noch gucken muss, ist T/ Home. Perfekt, dann spawnen wir hier unten. Das ist immer ein guter Backup, den zu haben. Das Problem ist,
Wenn du in der Welt spawnst und die Welt ist eine komplett instabile Welt, kann es sein, dass diese Welt alles kaputt macht, auch dein Buch. Und dann spawnst du immer wieder in dieser verkackten Welt, wo dein Spawn war und nicht in dieser Hauptwelt. Deswegen ist es immer ganz gut. Ich habe nämlich mal eine wunderschöne Welt gehabt, habe ich so unendlich viel gebaut und wusste das mit dem Seeds nicht. Ende vom Lied war, ich musste mir einen zweiten Account erstellen, damit ich diesen Account wiederholen kann, was ich bis heute noch nicht gemacht habe. Clever. So, wir brauchen jetzt aber, wenn wir jetzt hier mal von Ender weggehen und Buch eingeben, dieses Teil. Relativ simpel zu bauen. So, was ich euch aber immer empfehlen würde, wenn ihr so etwas macht, nimmt ausreichend Steine mit. Das Problem in diesen Welten, ich meine, die meisten werden sie ja wahrscheinlich sowieso kennen, die diese nicht kennen, aufpassen, lernt da was. Diese Welten, in die wir spawnen, die haben, ich will nicht Bug sagen, aber die haben einige kleine Probleme. Es gibt Welten, die sind fehlerfrei, die sind wirklich eine wunderschöne Welt, wo ich mir denke, warum spawnt man nicht in solch tollen Welten, wenn man startet im Spiel? Und dann gibt es halt noch Welten, also das ist bei mir teilweise immer zu 90% der Fall, dass ich in irgendwelchen Welten spawne, die mir nicht gut gesonnen sind, was ich nicht verstehen kann. So, jetzt gehen wir wieder zu unserem Teil hier, ne? Genau, dann würde ich sagen, fangen wir spontanerweise hier an. Wir stellen das hin, nehmen unser Buch und legen das drauf. Dieses Buch kann variabel immer abgepackt werden und wieder draufgepackt, wenn ich da draufklicke. Ihr seht hier Welt 1, der Flimpy. Wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick auf dieses Bild klicke, oder was, Linksklick? Eins von beiden, ich glaube, es war Rechtsklick, auf dieses Ding klicke. Dann seht ihr, es wird eine neue Welt erschaffen. Ich spawne jetzt in einer komplett anderen Welt. Ihr seht, das Bild ruckelt so ein bisschen, weil jetzt einfach mal eine komplett neue Minecraft-Welt erschaffen werden muss. Was bin ich nur gelandet, ey? Alter! Alter! T/Home Home. So, perfektes Beispiel dafür, was passieren kann. So, ihr habt gesehen, ich bin in der Welt gespawnt, an und für sich. Eigentlich ganz cool. Bin jetzt aber glücklicherweise wieder in meiner Hauptwelt, ne? Das ist aber genau das Beispiel für das, was ich. Oh, ich habe all mein Werkzeug in dieser Welt verloren. Der fuck, Alter. Ja, das hätte man vielleicht vorher machen sollen, sein Werkzeug ablegen sollen. Weil ich habe jetzt alles an Werkzeug in dieser netten Welt verloren. Also es ist da noch, sagen wir es mal so. Wir können ja gerne noch mal reingehen. Warten wir kurz, dass meine Leben wiederhergestellt werden. So, mal ein bisschen schneller hier mit dem Herstellen der Welten. Ach, Welten der Leben. Daran habt ihr gesehen, dass es einfach unberechenbar ist, in was für einer Welt man startet. Ah, wiederbeleben. Will nur mein Stuff wieder haben, Alter. Fuck, ey. Gut, kurz spontan behaupten, wir haben all unser Werkzeug verloren. Sowohl Schlafsack als auch den Ender und sonstigen Scheiß. Na gut, ist jetzt nun mal so. Pech gehabt. Das ist halt immer das Risiko, wenn man an diesen netten Welten rumexperimentiert.
Das sind dann immer halt auch die Welten, die ich dann relativ schnell wieder in den Müll schmeiße, weil kommt nicht relativ viel Sinnvolles bei rum. Ich hatte in der Welt auch keine Chance, in irgendeiner Form oder irgendeiner Art und Weise irgendetwas abzubauen. Aber gut, ist jetzt nun mal so. Und ich hoffe, ich habe vorher das Leder weggeräumt. So, aber das Buch nehmen wir gleich mal raus. So, und wie ihr sehen könnt, jetzt habe ich zwei Bücher verschwendet. In dem Sinne, ja, das heißt nicht ganz verschwendet, aber zwei Bücher, die ich jetzt nicht wiederbekommen werde. Aufgrund von, ja, weil sie halt benutzt sind und ich kann die Bücher halt immer nur einmal benutzen. Ich hätte das andere Buch noch benutzen können. Das Schöne ist, ich kann die Bücher, die ich benutze, um wieder zum Spawn zurückzukommen, die kann ich beliebig oft benutzen. Also beliebig oft im Sinne von, was wollte ich jetzt hier nochmal holen? Ach hier, Kohle. Genau, die kann ich in dem Falle beliebig oft benutzen, dass ich die aus den Welten wieder rausnehme und mich zurück in die andere, also in die Hauptwelt hier mache. Und bei der, das Einzige, was bei dem Buch wichtig ist, dass man aus verschiedenen Welten quasi zu dem Spawn hier zurückkehrt. Ansonsten ist das alles andere optional. So, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. So. So. Aber gut, kann man jetzt nichts machen. So, eins packen wir wieder, nicht zwei, eins packen wir wieder hier rein. Hashtag 2. Das ist halt immer ein Spiel, was man gewinnen kann oder verliert. Ich hatte halt, wie gesagt, auch schon Welten, wo ich mir dachte, boah, die sind unglaublich geil. Ich habe auch mal sehr lange Zeit eine Kiste gebaut, da stand immer drin, verbotene Bücher. Bloß nicht benutzen. Und Name war dann da auch Programm. Normalerweise bin ich auch so intelligent. Es war gerade nur in der Folge, wo ich es halt zeigen wollte. Normalerweise bin ich auch so intelligent und pack meinen ganzen Stuff raus. Ich hab's jetzt hier nur aufgrund dessen, da ich es euch zeigen wollte und nicht damit gerechnet habe, von Anfang an in so eine mega bescheidene Welt zu kommen. Habe ich es natürlich nicht getan. Ich meine, das Holz, was ich jetzt verloren habe, ist genauso wie das Glas und sowas. Was mich ärgert, ist ein bisschen, dass ich mein ganzes Werkzeug verloren habe. Das ärgert mich schon so ein Müh, aber gut. No risk, no fun, ne? Ihr kennt's ja. So, wir brauchen einmal wieder Hölzerchen. Und nochmal Glas. Perfekt. So. Würde euch das schon ganz gern einmal zeigen. So, jetzt haben wir Welt 2. Jetzt fängt es gleich wieder an, so ein bisschen zu ruckeln. Jetzt müsst ihr kurz aufpassen. Glaube ich, nenne die Welt Buch geöffnet, alles verloren. Das ist gar nicht mal so ein schlechter Titel. Okay. So, ihr seht, ich habe jetzt hier Abbau, Lähmung. So, es gibt halt Welten, wie ihr sehen könnt. Da ist das hier komplett aus Diamant, aus Eisen, aus Glas, aus hier, wie heißt der andere Bums noch? Aus Glowstone und sonstiges. Gibt dann wiederum aber halt auch Welten, wo das halt nicht der Fall ist. So. Hier kommt die Tür hin. Hier machen wir das mal alles. Ich würde mir manchmal echt wünschen, dass es in Minecraft Monster gibt. Also so Unterwassermonster-mäßig.
Nur um gerade in solchen Welten, wenn man denn quasi auftaucht und dann so zack, Monster. Wenn man jetzt irgendwo was hinbaut, so wie ich jetzt gerade, und über die Kante guckt, so zack, Monster. So, warum ich mich jetzt gerade so ein bisschen beeile, hat folgenden Grund. Kein Bock, dass mir gleich irgendwie so ein Monster ins Gesicht springt. Glücklicherweise auch meine Fackel vergessen. Wenn ich jetzt weiter so scheiße baue. So, wir stellen jetzt jedoch hier das Teil hin, hier das Büchlein. Jetzt können wir hier wieder draufklicken, zurück in unsere Standardwelt. So, und hier haben wir wiederum nichts. Ja, toll, dass im verbotenen Buch jetzt meine ganzen Werkzeuge liegen. Das nervt mich immer noch. Wirklich, also ich bin da echt so ein bisschen gekränkt. Muss ich mich echt in dieses altmodische Bett legen hier? Mann. Hatte man den Luxus von dem Schlafsack und dann zack, weg. Geht gar nicht. So, aber Heulen bringt nichts. Wir brauchen Aluminiumbarren. Oh, da haben wir ja noch genug von. Dann brauchen wir Eisen. Davon aber nur die Hälfte. Und wir brauchen Obsidian. Können wetten, ich habe kein Obsidian mehr. Natürlich habe ich kein Obsidian mehr. Und der Kacke. So. Rein und rein. Was haben wir hier unten? Alumay, Diefel. Obsidian haben wir noch ein bisschen. Was ist ja schon mal sehr, sehr gut. Kupfer haben wir. Wieso haben wir Kupfer eigentlich da drin? Dafür wollten wir wahrscheinlich Kupferbarren gießen. Gib mir mal das Ding. Pack das da raus. Und das da rein. Alles klar. Das war denn wohl zu wenig Kupfer. Schönes Ding, Ben. Schönes Ding. Für meine besonders tolle Spitzhacke brauche ich folgende Rohstoffe. Zack. Alles in kleinerer Ausfertigung. Alles klar. Das sollte doch machbar sein. Das ist der falsche. Du kommst da oben hin. Ich nehme ab. So, wir haben jetzt Alumite 1700. Hier ist der kleinere. Gießen. Gießen. Achso. Bleibt da drin. Habe ich noch? Ich habe noch zwei Stöckchen auf Tasche. So, ist jetzt natürlich doof, dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. Aber das gibt. Warum splitten die sich eigentlich immer? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. So. Moos haben wir noch. Perfekt. Ein Jolt. Und Redstone. 7. Ich brauche 5. Sehr gut. 1. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, da. Oh, ich hatte noch alles zu oh, vorrätig, so eine Kacke. So, dann zuerst das. Ach krass, beides auf einmal kann ich nicht machen. Schade. So, mehr Haltbarkeit. Und Redstone. Perfekt. Damit hätten wir glücklicherweise schon mal wieder unsere halbfertige Spitzhacke. Lass mich hier raus, ey. So. Für einen Goldblock reicht's noch. Sehr gut. Zack. Mein Stahlschwert verloren. Mist. Und meine Rüstung. Ja gut, die Rüstung ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig.
Jetzt. Ein Dia. Zack. Und ein Upgrade. Blip, 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 blip. Muss ein bisschen mehr Lapis farmen, sehe ich gerade. Aber drei Blöcke. Zack und zack. Und dann würde ich gerade unten noch einmal Obsidian besorgen. Aber das mit der Welt, das kotzt mich gerade echt so ein bisschen an, ey, wirklich. Man sieht's mir nicht an, aber ich bin maximal genervt. Ich bin ein sehr entspannter Mensch, wie ihr sehen könnt. Da hat ein Panda auf dem Kopf. So, wir holen uns jetzt mal den Turtle. Weil da hinten, mein Fuß ist schon wieder eingeschlafen. Fuck, fuck, fuck. Müsst ihr gleich mal die Folge beenden. Ich glaube, die ist schon ein bisschen sehr lang. Ich würde sagen, machen wir einfach mal an diesem Punkt. Ich beende die Folge jetzt. Ich bedanke mich für's Zuschauen und hoffe, ihr guckt das nächste Mal wieder. Wie das mit dem Liken und so klappt, wisst ihr ja, ne? Haut rein!